Hallo liebe Camper, ein herzliches Willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ich habe euch versprochen, das finale Ergebnis von unserer Ast-Zuziehhilfe zu zeigen. Das haben wir soweit. Das Fahrzeug wird natürlich morgen geholt. Und das möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert, wie das ausschaut. Tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Mega, mega toll. Schaut richtig fesch aus. Und dann schauen wir auch noch mal kurz in unseren Concorde Liner, weil da sind wir auch wieder eine ganze Ecke weiter, kommen mit dem Einbau der Toilette. Was wir da alles gemacht haben, wie viel Arbeit das ist. Also ich muss ja sagen, da habe ich vorhin schon gesagt, mega stolz auf unseren Detlef, der da die Holzarbeiten richtig, richtig gut gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Also das ist schon richtig klasse. Also das schaut aus, als ob es nie anders gewesen wäre. Und so muss es sein. Also das ist halt einfach unser Anspruch, dass man da so ein bisschen Ästhetik walten lässt und das Ganze so verbaut, dass das auch einen ästhetischen Anspruch hat. Wir müssen gucken, auch wir lernen natürlich täglich dazu, auch wir müssen uns noch täglich weiter verbessern. Doch es gehört einfach auch dazu, zu solchen Fahrzeugen, dass die Kabel schön sauber liegen, dass gerade wenn man eine Klappe aufmacht, dass wenn man da reinguckt, damit es einfach ästhetisch ausschaut. Und ästhetisch ist nicht nur das Kabel blank drin liegen, sondern wirklich gebündelt in einen Kabelkanal versteckt, im Schrank, also dass da nichts passiert, nicht hängen bleiben kann und so weiter. Das muss es einfach wert sein. Also das ist so ein bisschen die Ästhetik, wo da mitgeht. Natürlich muss es auch fachgerecht gemacht sein, mit dem richtigen Werkzeug, mit den richtigen Klemmen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Also da muss ich schon sagen, da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf, weil ich finde, das haben die Fahrzeuge verdient und natürlich erst recht ihr als Wohnmobilisten, die dann mit dem Fahrzeug viel, viel Freude haben wollt und da draußen viel Spaß haben wollt und die schönsten Momente des Lebens ja genießen wollt und euch nicht ärgern wollt, weil das nicht funktioniert. Und da arbeiten wir alle ganz akribisch dran, damit wir uns steigern und euch immer bessere, noch bessere Leistungen zu bieten. Und das ist mein Herzblut und das muss einfach so sein, weil das ist der Grund, warum wir unsere Firma hier gegründet haben. Und ich würde sagen, bevor ich hier wieder bla 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 mache, schauen wir einfach mal in unsere Fahrzeuge und ich zeige euch das und wir gehen mal in die Werkstatt. Also beamen wir uns mal hinter. So, das Auto kennt ihr ja schon und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt passt mal auf, wir machen jetzt die Schiebetür mal ganz vorsichtig zu. Sie fällt jetzt quasi schon fast von alleine zu. Zack, zu. Ist das geil oder ist das geil? Also ich finde es richtig, richtig cool. Und man muss gar nicht viel machen, man muss die hier vorne nur... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jetzt so auf die Kamera bringe. Ich versuche da mal ein bisschen weiter wegzugehen, ob man das so mitkriegt. Also selbst wenn ich die jetzt nur ganz leicht hier gucke. Zack. Zieht er schon zu. Also es ist überhaupt kein Klopfen mehr. Finde ich richtig gut gelungen. Schaut sehr professionell aus. Wir haben hier das Ganze, den Mitnehmer, wo dann hier dementsprechend das Ganze ja, anzieht. Und hier haben wir die Aufkleber drauf gemacht. Da sind wir verpflichtet dazu. Die müssen da drauf. Achtung, Achtung, Attention, die Türe wird automatisch zugezogen. Und dann machen wir die jetzt einfach mal hier heran, leise. Und dann wird die auch schon zack, zugezogen. Echt cool, geiles Teil. Also der Einbau, finde ich, rentiert sich von so einer Ast-Zuziehhilfe. Wirkt wahre Wunder, wird wesentlich leiser dann vonstatten gehen das Ganze. Und man hat wesentlich mehr Ruhe und man schont vor allen Dingen auch so ein bisschen die Tür. Man muss die nicht immer so zuhauen. Also das macht schon richtig Laune. Also das finde ich hier schon richtig cool. Ja, dann habe ich ja gesagt, haben wir hier nur ein kleines Soundpaket verbaut.
Also man kann das mal einschalten. Natürlich kommt es hier auf der Kamera immer nicht so dolle rüber. Das ist leider immer das Problem. Oder an dem Mikrofon natürlich. Aber was so ein Subwoofer ausmacht, ist schon phänomenal. Also es ist schon wirklich toll. Und gerade die Türlautsprecher mit den Hochtönern, also man merkt hier schon einfach eine eindeutige Klangverbesserung. Also ist schon genial. Ist eine eindeutige Klangverbesserung zum Original, muss man sagen. Aber natürlich hat es nichts mit einer Hightech-Laut- oder Hightech-HiFi-Anlage zu tun, muss man auch ganz klar sagen. Es ist halt so ein bisschen was rausgeholt aus der ganzen Geschichte. Hier die Lautsprecher verändert, die Türen ausgedämmt, Hochtöner eingebaut, weil die hier ja gar nicht vorhanden waren, und einen Subwoofer drunter gebaut. Und ja, dann hat man einfach schon mal für relativ kleines Geld eine gute Klangverbesserung, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das wollte ich euch einfach nur noch mal zeigen hier bei dem Fahrzeug, wie wir das verbaut haben. Ast, Zuziehhilfe. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es toll. Muss ich wirklich sagen. Man spart sich das Klopfen und zack, zu ist die Tür und funktioniert tadellos. So, und hier haben wir jetzt wieder unser Cinderella. Ich wollte euch hier einfach nochmal die Holzarbeiten zeigen, wie weit die jetzt fortgeschritten sind. So schaut das Ganze aus. Wir haben hier die Abkastung gemacht. Hier wurde seitlich das ganze Rohr verkleidet, also hier hinten sauber das Fenster ausgekleidet, richtig toll, sodass, ja, also ich finde echt, das schaut mega klasse aus, also das ist echt Spitzenschreinerarbeit, gell? Und hier auf der Abdeckung kommt natürlich die Originalabdeckung jetzt dann noch drauf. Ich zeige es euch, da kommt jetzt dann hier diese Abdeckung wieder drauf, zack. Und dann ist das alles wieder original, nur halt ein bisschen anders, weil wir jetzt die ganze Abkastung da dran haben und die ganzen Holzbauarbeiten. Das Abgasrohr wird natürlich noch da unten angeschlossen, ganz klar. Das schaut hier raus, das muss da unten nur angeschlossen werden. Das ist jetzt nur provisorisch noch hier, das wird am Montag nur fix und fertig gemacht. Holzarbeiten sind dann soweit abgeschlossen, dann wird nur wegen schick gemacht und die Steckdosen sind alle verlegt. Also ich muss sagen, richtig toller Einbau. Ich zeige es euch natürlich noch mal kurz in der Komplettvollendung, aber das schaut schon richtig klasse aus hier mit den ganzen Holzarbeiten, wie die Toilette hier drin sitzt, als ob das so gehören geht. Auch Kirschbaumholz genommen, damit es auch alles zusammenpasst. Also richtig geil. Also da bin ich wieder richtig mega stolz auf meine Jungs. Also echt top Arbeit. Dann haben wir hier vorne einen Max-Van verbaut. Mal schön aufpassen hier. Voilà, da ist er. Und wie wir sehen, haben wir auch hier, also ich muss schon sagen, echt mega. Ihr seht, dass ihr nichts seht. Wir haben hier das Kabel natürlich in der Decke verlegt. Nicht wie manch einer das hier mit Kabelkanälen macht. Auch wenn man so eine Samtdecke hat, gibt es Lösungen. Ihr seht, wir haben hier weit und breit keine Schränke. Aber dennoch haben wir das Kabel richtig gut weggebracht und haben da Wege gefunden, damit es astrein sauber ausschaut. Und so muss es sein, als ob das gehört, also als ob das vom Werk aus schon so geplant wäre. Geht nicht anders. Ich meine, wir haben hier einen Liner und da kann man nicht mit Kabelkanälen rumpfuschen und sonstigen Scheiß, das haut alles nicht hin. Dann haben wir auch natürlich die Steckdosen, die verbaut sind, alle in die Originalblenden genommen, Chromat, was hier auch standardmäßig verbaut ist, dass das dementsprechend alles Hand und Fuß hat. Und wir werden das Fahrzeug jetzt am Montag noch gar reinigen. Dann haben wir noch eine kleine Geschichte in der auf der Elektroseite, wo wir noch korrigieren müssen, wo wir noch was ändern müssen. Und ja, dann ist das Fahrzeug auch schon wieder durch.
dann machen wir hier nur einen Probegang von der Cinderella. Nein, nicht wir werden da Originalprobegang machen, sondern wir werden eine Verbrennung starten mit einer Bananenschale. Und dann werden wir dementsprechend gucken, dass das auch der Abzug und alles sauber funktioniert. Ja, das ist hier soweit passiert, die letzten zwei Tage, sprich den letzten Tag. Dann haben wir noch einen kleinen Notfall dazwischen gehabt, da mussten wir nur ein bisschen was am Abwasser ändern. Und ja, so haben wir jeden Tag richtig gut zu tun. Morgen kommt noch ein Fahrzeug, da verbauen wir eine neue Batterie. Ja, ich weiß, am Samstag, bloß das ist auch ein kleiner Notfall. Da müssen wir am Samstag ein bisschen was verändern. Und dann haben wir noch eine andere Kleinigkeit zu erledigen. Und ja, dann geht es wieder los. Montag kommen wieder neue Fahrzeuge und dann legen wir wieder Vollgas. Also richtig, richtig schön. Ja, in dem Sinn, schauen wir mal wieder in den Laden. Ja, was sagt ihr dazu? Also ich finde es genial, also ich finde es richtig gut. Zuziehhilfe, Cinderella-Verbrennungstoilette, tolle Projekte gewesen, wieder super gut geworden. Also richtig, richtig cool. Ja, was soll man da schon groß sagen? Schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr das seht, ob das auch für euch so in Ordnung wäre oder was ihr davon haltet. Interessiert mich immer brennend, da freue ich mich auch schon wirklich richtig gut drauf. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ein noch viel schöneres Wochenende. Es ist natürlich bitterkalt draußen, es ist echt Winter, aber macht nichts, der geht auch wieder vorbei. Also passt auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund, ganz, ganz arg. Wünsche ich das jedem und ein sehr, sehr erholsames Wochenende. Ich habe noch was vergessen. Und zwar schaut ab und an mal in unseren Online-Shop unter www.mika-caravan.de. Der wird aktuell von unseren Mitarbeitern tagtäglich aktualisiert. Wir stellen da tagtäglich neue Artikel rein, ergänzen den Shop. Wir haben jetzt mittlerweile weit über 170 Artikel da drin. Ich glaube sogar 180, ich weiß es nicht ganz genau, die täglich aktualisiert und gepflegt werden. Und haben auch immer wieder neue Sachen dazu, wie unsere Kollektion hier von Mika Caravan, die da vielleicht irgendwann mal reinkommt. Aber die ist jetzt noch nicht drin, aber die kommt noch. Genauso wie unsere neuen Abstreifer, die da noch reinkommen. Und da tut sich wirklich täglich was. Also wenn ihr wirklich was sucht, uns anschreiben oder mal reinschauen in den Mika Caravan Online-Shop. Weihnachten steht vor der Tür, also wenn ihr irgendwas braucht oder eure oder noch diese Schaffellbezüge und so weiter, die wir leider nicht ganz reintun können, weil wir da verschiedene Maße brauchen dafür. Das wollte ich nämlich auch noch loswerden. Aber wenn ihr daran Interesse habt, einfach nur eine kurze E-Mail an meine Frau, info@mika-caravan, dann gebt sie euch dementsprechend oder ruft euch zurück, was ihr genau messen müsst. Da wird wir bestimmen können, welche Fälle ihr genau braucht und was ihr da bekommt. Super, das wollte ich noch loswerden. Auf alle Fälle ganz wichtig, nicht vergessen. Also, bis bald und liebe Grüße aus Dinkelsbühl, euer Mika-Team. Macht's es gut, ciao.